Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 5. Ja, Jasmin ist auch wieder dabei. Natürlich, klar. Ja, muss man ja mal dazu sagen. Sieht wäre man ja schlimm, nicht wenn sofort. Ich jetzt schon nicht mehr da wäre, habe ich schon keinen Bock mehr. Ja, mit mir als Partner kann man das gut sein. Ich war auch nicht gut. Eigentlich bin ich besser. Ich habe ja gespielt wie der letzte Mensch jetzt. Gut. Gut, ich habe gerade schon gesagt, ich kaufe mir jetzt erstmal zwei Heilsprays. Das ist besser so. Oh, ich auch. Das Geld reicht dafür ja so gerade. Ja. Und kann ich schon was verbessern? Reicht das noch dafür? Nein, das reicht nicht mehr. Oder das macht nichts. Doch, die Kapazität kann ich erhöhen. Das ist gut. Dann passen jetzt 13 Schuss rein. So. Sollte ich das auch mal da hochpacken? Ah, das ist interessant. Ja, ich hätte auch schon die ganze Zeit eine Waffe dabei haben können, wenn ich die vorhin schon mit reingelegt hätte, aber das ist ja sowieso egal. Chats habe ich aber wenigstens alle verkauft im letzten Spiel. So, ja, ich wäre dann auch quasi soweit. Ich pump mein Geld noch in die Waffe, kann nicht schaden. Das ist eine gute Idee, ja. Umso besser und umso mehr verbessert, umso besser dann im Spiel. Genau. Ja. Das Schöne ist, wenn man das zum allerersten Mal spielt und bei dem Gegner, den wir da eben hatten, in dem anderen Part gar nicht Bescheid weiß, dann ballert man die ganze Munition an dem Part schon weg. Mhm. Ist auch schön, dass ich nicht geheilt bin, aber dafür hatte ich die Dinger ja mitgenommen. Dann komme ich mal näher zu dir. Dann teile ich dich nämlich mit. Okay. Danke. Gerne. Ach übrigens, hier den Generator hätte man auch kaputt schießen können. Ach verdammt. Gab's hier nicht noch irgendwo eine Maschinenpistole? Ich meine irgendwo hier. Irgendwo was. Nee. Irgendwo war die. Ich weiß nicht mehr genau wo. Stimmt, die habe ich auch irgendwo gesammelt, aber wo war die? Ich glaube, ich weiß wo. Ja? Gab's das hier oder war das nur im 3D? Ach, Moment, das war hier hinten, glaube ich. War das hier drin? Nee. Ja, gut, egal. Du hast sie ja. Ja, das wäre auch. Dann macht sowieso keinen Sinn, wenn zwei Leute damit rumrennen, weil dafür nicht so viel Munition fällt. Ja, ich habe vorhin schon so einiges gefunden. Ja, aber für einen fällt da genug. Für zwei ist das, glaube ich, zu wenig gewesen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dafür gibt es ja später dann noch Schrotflinten und sowas. Hier war auch nichts mehr, ne? Nee. Hm. Ja, das ist immer ein bisschen Ungewöhnung, dass man eine Taste drücken muss, um eine Leiter hochzuklettern. Das kenne ich von anderen Spielen nicht. Ich bin auf jeden Fall schon mal froh, dass wir noch keins der typischen Let's Play Together-Phänomene hatten mit Skype-Verbindungsabbrüchen oder sonst was. Ja, stimmt. Ja, finde ich cool. Hoffentlich bleibt es auch so. Stimmt, jetzt wo ich es gesagt habe, ist es wahrscheinlich gleich der Fall. Okay, da runter. Ja. Geld. Achso, ja stimmt. Das war quasi nur, um das Fass zu sammeln. Ja, ich glaube, sonst war hier dann auch nichts mehr. Ja. Ach ja. The Chant. Na, Captain Kirk, melde dich. Hier war, glaube ich, auch nichts mehr. Ah, Geld ist immer gut. Mhm, Munition, ich habe dir was von mir gegeben. Ja, dann nimm mal. Ich glaube, munitionstechnisch für die Pistole ging das eigentlich, wie gesagt, ganz gut. Aber ich meine, für die sekundären Waffen war das später ziemlich chaotisch. Ja, kann sein. Ich meine, dass da nämlich... Das sieht immer gut aus. Warum warten, bis sie die Tür da aufschiebt? Ich mach die Tür auch immer mit dem Fuß auf. Ach ja.
Vielleicht kann man es zu zweit schaffen. Ja, genau. So, dann, da du die Leichtere bist, gehst du hoch. Cool, meine andere Ansicht. Ja, genau, das sehe ich jetzt gerade auch. Ah, der Schlüssel. Mhm. Genau. So, du darfst jetzt da oben Spaß für dich haben. Nee, es gibt eine andere Eigentlich Leiter. Eigentlich nicht, ich weil ich muss. Eine andere Leiter, ja. Ja, ja. Oh. Ach, tu sie eher ehrlich. So. Ich konnte auch schon bis auf den Kopf zielen. Ja. Ich wollte jetzt nicht dazwischen ballern, weil da nimmt man sich auch mal viel Munition weg, wenn man einfach mit drauf ballert. Oh Gott. Oh. Boah, mit einem Schuss? Das ist ja der Wahnsinn. Einem Schuss war der weg. Es gibt viele, viele Objekte, wo man hier mal ein bisschen aufpassen muss, dass man sich nicht selbst damit in die Luft sprengt. Irgendwelche Benzinkanister und so. Mach ihn fertig. Oh, da ist auch noch einer. Ach, der will noch nicht. Doch, er hat aufgegeben. Sieht auch immer sehr schön aus, wenn die sich so dematerialisieren. Mhm. Ja, nimm sie dir ruhig. Okay. Ich gucke mal, wie viel Munition wir haben. Ja, ich achte da auch drauf. Ich sag schon was, wenn ich gar keine mehr hab. Oh, hi. Kuscheln. Ja, ich glaube auch. Da kommt noch einer von rechts. Vorsicht. Na komm, zeig dich wieder. Will er nicht mehr? Komm. Na, no, das ist ja ein Flott hier. Ja, ja. Na? So. Ja. Ich hatte gerade eben zuerst überlegt, auf die Kanister zu schießen, aber damit hätte ich mich wahrscheinlich wieder selbst ein bisschen aus der Bahn geschmissen, sag ich mal. Aber hey, mittlerweile weiß ich wenigstens, wie man messert. Uni! Yeah. Obwohl das Spiel mir das immer noch nicht erklärt hat. Ich habe nur durch Zufall eben mal die Leertaste gedrückt. Ja, ich komme ja schon. So. Genau, und jetzt wird das Ganze, glaube ich, dann asymmetrisch und ich krieg, glaube ich, gleich hier unten ein bisschen Spaß. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder du da oben. Nein, sie kommen natürlich runter. Ich habe bisher nichts hier, also von daher. Ja, ja. Ich hab hier Spaß. So. Na, triffst du? Na, na toll. Lässt man sich einmal auf den Kanister und dann tut's dir nicht. So, komm. Na. So. Ja. Okay, also merke, grüne Kanister, das muss man, glaube ich, wahrscheinlich an der... Ja, man muss sie am Griff oder an der Kappe treffen, alles klar. Ich mach zu Hause auch immer so die Tür auf. Ja klar, nicht anders. Ah, jetzt kommt hier eher noch Gubba. Oder auch nicht. Mal geschickt aus ich weiß jetzt aber auch gar nicht, wo die ganzen Sachen zu finden sind, die Embleme. Ich habe das sonst immer mit so einer Lösung gemacht. Ja, das ist, verstehe, ja. Das geht natürlich auf der 360 einfacher, als wenn du das auf dem PC machst, wo du ja wahrscheinlich normalerweise die Lösung dann parallel auffasst, oder? Ja, genau. Ich habe das Spiel zwar im Fenstermodus, aber ich habe trotzdem das Internet jetzt nicht auf. Verstehe. Naja. Dann sag ich mal, das ist ein Satz mit X. Hi, was findest du denn schöner? Oh. Auf die wollte ich gar nicht drauf schießen, eigentlich auf die Flasche. Der nimmt aber viele Schuss. Mein Gott. Ja, aber auch mir fällt es immer schwierig, auf den Kopf zu treffen. Sie ist von innen verriegelt, ja, schön. Ach, schön. Oh, ich höre wieder was.
Ja, hier direkt, der ist neben dir quasi gerade die Treppe runtergekommen. Ja, yeah. Hat der schon hinter sich? Der ist weg. Ja. Das ist immer schade, wenn er den Kopf nicht erwischt. War tatsächlich irgendwo eine. So, hier mit den Früchten, da kann man immer gut gucken, da liegt nämlich immer was drunter. Ah, okay. Da gibt es nämlich später auch noch, meine ich, einen größeren Stand, wo noch mehr so, ich weiß nicht, ob das irgendwelche überzüchteten Tomaten sein sollen oder so, keine Ahnung. Da findet man immer sowas. Ist auch zu. Verriegelt, ah, okay. Dann gehe ich wieder runter. Also irgendwo hier war, glaube ich, weißt du, ob das in dem Level war? Oder? Ah, hier ist die Tür auf. Schrotgewehrmunition. Dann gibt es auf jeden Fall hier irgendwo ein Schrotgewehr. Cool. Nimm die mal mit. Ist hier noch irgendwas? Ah ja, was ist hier noch? Gold. Mhm. Und Gold. Sonst noch was? Leer. Jemand ist uns zuvor gekommen, sagt er hier bei den Schubladen. Ja. Ja. Dann gucken wir doch noch mal oben. Ah. Ein Erste-Hilfe-Spray. Das ist gut. Das war Verschwendung. Ich weiß. Ich finde es nur schön, dass das so tatsächlich funktioniert. Das sah gerade bei mir interessant aus. Ich habe das gerade, einen Genickbruch mit der Luft gemacht. Ja, bei mir auch. Ach so, alles klar. Ja, da haben wir auch beide dieselbe Idee gehabt. Kann man ja mal machen. Ja, wenn man Munition sparen kann. Ah ja, hier ist die Truhe. War das hier? Antike Uhr. War das tatsächlich hier? Was denn? Ich kann mich erinnern, dass irgendwo auf so einem Vorsprung hier ein blaues Emblem zu finden war, wenn man gesucht hat. Okay. Aber wo genau? So, ich habe die Tür hier vorne auch mal aufgemacht. Die ist jetzt auch nicht mehr verriegelt, hat er mir gerade gesagt. Okay, da geht's nur runter, ne? Mhm. Da müssen wir sowieso hin. Genau. Ah, jetzt muss ich wieder den Winkel finden, hier. Ah. Oh, ja. Help! Somebody help me! Come on! Nein! Ich bin doch da. Ich denke mal, ich kann mich mit dem Knopf umschauen. Dabei geht das ja hier anders, Mann. Das stimmt, mit C kann ich so eine Halbumdrehung machen. Okay. Ich find's hier ist eine Waffe. Oh ja, das Schrotgewehr. Du hast die Maschinenpistole, ne? Ja. Soll ich mir die mitnehmen? Ja. Und toll, ich habe keinen Platz. Das ist gut. Ich hätte noch einen Slot. Ja, dann komm. Nimm sie dir. Dass wir das so verwalten, dass wir dann nachher zwei Waffen haben, jeder. Ja, ja. Ich habe ja die Munition für das Schrotgewehr mitgenommen. Aber jetzt stimmt, ist dann der Nachteil. Du hast drei Sprays, das sehe ich gerade, okay. Ja, die kann man leider nicht stacken. Ja, ist doof. Ja, leider. Okay, mehr war hier nicht. Nee, sieht nicht so aus. Ich meine, ist ja auch schon viel gewesen mit. Ja, schon sehr viel. Ich find's das ist immer wieder schön. Lustig, ne? Ja. Ich stelle das gerade so vor, wenn ich nach Hause komme und dann mal... So auf die Tür! Genau. Ach komm, das Aufschließen geht zu langsam. Nee. Geht's da nicht weiter? So sollte man dann hier rauf? Ist auch gut, dass eine Leiter ist und er zieht sich so hoch. Na, aber hier geht's... tatsächlich nichts. Komisch. Aber immerhin kann man hier nicht von Dächern oder so an der Kante runterfallen, zumindest da nicht. Genau. Oh je. Ich glaube, wir sind zu spät. Ihr Chris glaubt immer an das Gute. Ja, natürlich.
Aber gerade er sollte wissen, dass es nichts Gutes mehr gibt in Zeiten von Viren und Zombies und so. Deswegen ist auch genau das, was er gerade tut, sehr schlau. Ja. Uah. Hallöchen. Mann, ist das eine hübsche Frau. Ja, jetzt auf jeden Fall hübscher als vorher. Oh, da hat sie ihren Kopf verloren. So, die Dinger, weiß ich, kann man auch mit Blendgranaten wegmachen. Aber ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe momentan nur normal Granaten. Hallo? Ah, ich auch. Wow, da ist ja noch einer. Ja, ja, ich wollte gerade sagen. So, die ist schon mal down. Und er, glaube ich, auch. Wow! Hilfe. Wow, wow. Na. Aha, eine Brandgranate, aber ich kann auch nichts mehr tragen. Ja, Brandgranate kann ich wahrscheinlich noch mitnehmen. Okay. Ja, genau, weil ich habe einen da drin. Oh, da ist noch einer. Wow. Mann, hat die coole Moves drauf. Ja, nicht immer nur so ein blöder Aufwärtshaken und sowas. Sowas. Yeah! Ich glaube, man kann mit Sheva ja spielen, wenn man alleine mal mit Chris durchgespielt hat, ne? Ich glaube schon, aber ich bin... Wow, da ist noch einer. Ah, der hat es schon hinter sich. Mhm. Ich sehe schon, du bist auf jeden Fall im Munitionsmanagement besser dran als ich. Ah, okay. Ich hatte ja auch schon mehr, also von daher... Ja gut, stimmt, du bist ja mit mehr gestartet. Hast du aber gerade hier... Da war mal Glück. Wow, cool. Du hast zwei Stück mit einem Schlag geplättet. Ah, Skill, ne? Ja, klar. Das ist der Pro-Gamer-Skill. Nimm ich mal. Och, fliege runter von meinem Bildschirm, ey. Granaten muss ich auf jeden Fall mal... dann beim Verwalten mal rausschmeißen. Ins Inventar legen, die benutze ich sowieso nicht. Ja, ich würde sie schon gerne nehmen, wenn ich Platz hätte. Ja, kann man immer gebrauchen, wenn irgendeine Menge da ist. So, bitteschön. Danke. Okay. Ja, nur mit dem Brandgranaten muss man nur aufpassen. Wenn du die auch haben willst, kann ich dir die auch gerne geben. Ich habe 3 Stück. Ja, habe ich gesehen. Aber da bin ich auch so ein bisschen... Ah. Die sind schon cool, aber das Ziel muss man üben. So, ja, die Gefahr ist groß, dass man sich selbst in Flammen setzt. Da unten war der Wie Fall. Wir vorhin schon mal gesehen haben. Kommen wir denn da jetzt hin, wo der Pfeil hin zeigt? Ja. Der zeigt da hinten hin, ne? Mhm. Ja. Schreit's. Da ging ja nix, ne? Nee, nicht come on, hoch. Ne, da will er nicht drüber. Mal über das Dach da vielleicht. Vielleicht von hier. Ne, das Stacheldraht. Wie ist das raus? Und hier will er auch nicht drüber. Hm. Na klar. Ja, ist auch wesentlich einfach da oben die Tür zu benutzen, als einfach hier über die Balustrade zu springen. Stimmt. Oh. Kommen wir mal nur von vorne, ne? Ja. Oh Gott. Na. Na. Hab ich gerade überlegt, mal die Brandgranate zu benutzen, aber... Oh. Dann machst du wieder alle gleichzeitig platt. Bam. So, ja, prima. Liegt hier noch was? Da liegt noch was. Okay. Nicht da dran rennen. Ah ja.
Geld und irgendwie noch Money, okay. Ja, nimm sie dir. Okay. So, hier geht's weiter. Ja, dann können wir auch gleich mal vielleicht danach den Part beenden. Mhm. Ja, genau, wir haben nämlich die 20 Minuten erreicht. Ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann wie immer Like dalassen und abonnieren oder so, wenn ihr wollt. Teilen, favorisieren und so. Ja, genau. Ich mache das jetzt immer so auf die Art. Oh Gott. Nein. Ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.